Ich zeige Ihnen einen Memory-Test, einen Gedächtnistest. Sie müssten jetzt die Farben und die Formen assoziieren. Also Sie müssten sich merken, dass Blau zum Viereck gehört, Gelb zum Dreieck und Orange zum Stern und so weiter. Ich nehme hier diese Formen weg, diese grauen, und werde das durch farbige Steine ersetzen. Die stellen wir jetzt irgendwo hin, das spielt also keine Rolle. Jetzt haben Sie das auswendig gelernt. Ja, ein bisschen schon. Ja, zum Beispiel, ja. Also. Ich hab's noch nicht auswendig gelernt. Also wir können ja nur mal kurz versuchen. Sehen Sie zum Beispiel das Hellblau. Wo wäre das Ihrer Meinung nach? Also das Kreuz war hellblau, oder? Sehr gut. Ha, 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 ja, du bist, ha, ha. Ihr dachtet, du bist so klug wie ein Papagei. Ja, siehst du. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Papagei so was Abstraktes auswendig lernen kann. Ich nehme also jetzt den Rubin. Schauen Sie, jetzt soll er das ansehen. Dann nehme ich jetzt das so weg, dass er nicht spicken kann. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob er das jetzt richtig reinlegt, nicht? So. Klasse. So, jetzt ist er fertig. Und jetzt wollen wir kontrollieren, ob das auch stimmt, was er gemacht hat. Ja. Sehen Sie also, das Rot ist im Rund, das Grün in der Blume, das Hellblau im Kreuz und so weiter. Also, der Papagei hat ein sehr gutes Gedächtnis. Bravo, ja. Rubi! Ja, bravo, Rubi. Siehst du? Hast du Erfolg heute, nicht? Das war nett. Zurück in Cannes. Jetzt soll der 8-jährige Roy gegen den dunkelroten Ara Ruby antreten. In einem Gedächtnistest. Du solltest dir die Farbe von jedem Objekt merken, von jedem Stein. Ich drehe das dann weg. Und du solltest hier die richtige Farbe auf jedes Objekt legen. Die Schwierigkeit ist nun, dass dieses Puzzle hier eine ganz andere Konfiguration hat als dieses hier. Ist nicht das gleiche Puzzle. Ruby, schau. Beide haben das gut gesehen. Jetzt wollen wir mal sehen, wer das bessere Gedächtnis hat. Gut. Roy legt los. Zunächst sieht es gut aus. Die ersten Farben alle richtig. Doch dann der erste Fehler. Und auch die letzten beiden Steine hat Roy vertauscht. 3 Fehler insgesamt bei dem 8-Jährigen. Was macht Ruby? Kann er Roy schlagen? Der erste Stein gleich ein Treffer. Und auch beim Rest irrt der Ara kein einziges Mal. Eine tolle Leistung. Aber Marc Steiger gibt zu, Ruby hatte einen Vorteil. Er kannte die Farbkombinationen schon lange vorher. Der Papagei hatte Monate gebraucht, um das auswendig zu lernen. Und der Kleine hatte nur eine Chance von ein paar Sekunden. Nicht? Also fair war es nicht. Aber es zeigt vielleicht trotzdem, dass ein Papagei etwas Abstraktes auswendig lernen kann. D'accord. C'est une mémorisation. Alors vous avez essayé de mémoriser la couleur de chaque forme. De celle-là, d'accord. Voilà. Oui. Donc regardez, ici j'ai oui. les mêmes couleurs. Pas les mêmes formes, on est bien d'accord. Non. Maintenant, il faut remettre les bonnes couleurs dans les formes. Dans voilà, essayez. Formes. Alors. Ah, je dois me rappeler des couleurs que oui, ça oui, avait. Oui, oui. Alors, le rond, il était rouge. Oui, c'était rond. La fleur, elle était verte. Wow. L'étoile, elle était orange. Le plus, il était bleu. Ah, ça, non, c'était non, blanc. Ça, c'était blanc. Le 8, là. Le carré, il était bleu. T'es sûr? Ouais, je crois. Ça, il n'y avait pas de H, c'était comme ça. Hop, 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 attends, attends. Attends. Eh, il y en a là. Non. Extraordinaire. Sûr? Oui, ben sûr, oui. Sûr. Eux, je sais pas s'ils raisonnent comme ça quand même, ouais. Mais moi j'ai raisonné avec des petits moyens mémotechniques. Rouge, c'est ton string. Rouge, c'est. Non, un rond, tu sais, quand tu veux viser la cible, c'est toujours un rond. Ah, mais tu es incroyable. Rouge. Quoi.
Voilà. Ah oui. J'ai ah fait oui. ça en quelques secondes. Bon, hein. C'est bien, c'est bien. On va voir si les perroquets iraient ici la même chose. Alors oui, on va si refaire. Le perroquet met les mêmes couleurs qu'Evangélie, forcément ce sera la bonne réponse. Voilà. Théoriquement. Vas-y, Roubi. Le perroquet, il a peut-être un peu le trac, on va voir. Va, oui, voilà. Vas-y, Roubi. Oui, mon petit Roubi. Allez, Roubi. Qu'est-ce que tu m'as dit, Tom? Tu m'as dit que tu me laisserais gagner? Il va très vite, hein. J'espère qu'on a pris le chrono. Hein. Il est trop fort. Roubi. Roubi, tu l'aimais bien quand même, s'il te plaît? Oh là là. Allez, encore un Roubi, un petit effort, mon petit bonhomme. Et grosse coucouillette, le cochon. Bravo. Oui, Roubi. Alors, je vais demander au juge arbitre les temps. Evangélie a battu Roubi, mesdames, messieurs. Dernier applaudissement pour Roubi. Merci beaucoup.